Wer traut sich einen Antwortversuch? Wer hat etwas diskutiert, was Sie gerne teilen würden? Ja, sagen Sie es laut. Wir haben gesagt, dass sicherlich einige von den Werten, die noch Bestand haben, aber manche eben auch aufgeweicht sind, wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Das ist heutzutage in manchen Bereichen nicht mehr so notwendig, weil man Gleitzeit hat oder Homeoffice machen kann. Da ist nicht mehr so, dass da irgendwelche Maschinen nicht bedient werden, weil die immer mehr sich selbst bedienen, sage ich jetzt mal. Ja. Vielen Dank für diesen Beitrag. Sehr gut. Schöne Beispiele auch. Mag jemand ergänzen? Ja? Gut, aber trotzdem hat man ja dann den Preis, dass doch der Kleinstwert abgegeben sein muss. Also auch wenn man Gleitzeit hat, muss man trotzdem meistens so 8 oder 10. Ja, das stimmt. Manchmal, ne? Aber nicht immer. Ja? Mhm. Ja? Oder der Gleitzeitarbeiter hat einen Arzttermin, wenn er da zu spät kommt. Ja. Genau. Ja. Also es gibt, Sie sagen damit, es gibt immer noch Bereiche, in denen Pünktlichkeit durchaus noch ein ganz wichtiger Wert ist. Oder auch, wenn man mit der guten Freundin oder einem guten Freund abends verabredet ist, dann will man auch nicht irgendwie ewig an der Straßenecke stehen. Ne? Das ist ja auch sowas. Klar. Sie wollten noch ergänzen oder war es das Gleiche? Nee, wir hatten noch darüber geredet, dass vielleicht der Druck sogar eher noch höher geworden ist. Mhm. Also gerade jetzt was ja, im Job oder so ist ja mittlerweile auch so eine krasse Leistungsgesellschaft, wo dann die Werte noch sich gesteigert haben, was man alles erbringen sollte. Ja, also ich würde auch nicht sagen, wenn Sie das jetzt verstanden haben, dass die Werte abgenommen haben. Ja, also das ist, nein, worum es eigentlich geht bei dieser Frage, ist, diese Werte haben sich verändert. Und diese Werte ändern sich mit der Gesellschaft. Das heißt also, die Gesellschaft entwickelt sich und mit dieser Gesellschaft entwickeln sich natürlich auch die Werte, die wichtig sind, die es weiterzugeben gilt. Welche Werte wären denn heute wichtig? Haben Sie das auch diskutiert vielleicht? Das ist den zweiten Teil der Frage. Also ich würde Ihnen schon, ja? Nachhaltigkeit ist, glaube ja. ich, so ein Thema, was ja. sehr aktuell ist in der Erziehung heutzutage. Ja, nicht nur, nein, auch insgesamt gesellschaftlich, ja, definitiv. Nachhaltigkeit wurde genannt, ja? Toleranz. Mhm. Toleranz, ja. Ich würde noch ergänzen, Kreativität, ja. Das heißt also, Sie sehen bestimmte Werte, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, existieren natürlich nach wie vor in bestimmten Bereichen, ja, aber haben eine nicht mehr ganz so hohe Relevanz, wie sie vielleicht in der Industrialisierung hatten. Dafür werden andere Werte, Kreativität, Nachhaltigkeit, Toleranz und so weiter, man könnte jetzt noch weiter spinnen, werden wieder wichtig. Man könnte eigentlich eine ganze Sitzung dazu machen, welche Werte waren mal sehr relevant, welche werden es vielleicht künftig sein. Aber ich glaube, das Prinzip ist, dass ich darauf hinweisen möchte, dass sich Gesellschaft verändert und in dem Moment, in dem sich Gesellschaft verändert, auch die Werte verändern. Und noch ein zweiter Aspekt wird sein, der hier drin steckt. Es war ja auch die Frage, ob man diese psychisch fest implementierten Werte noch vermitteln sollte. Was haben Sie da diskutiert dazu? Haben Sie da herausgefunden? Ist das nach wie vor sinnvoll? Hilfreich? Ein Beispiel, wenn Sie mit Ihren Großeltern sprechen, dann zählen für Ihre Großeltern noch die klassischen Werte, die halten die auch hoch. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Kehrwoche und so, ja? Das sind die Dinge, die zählen. Wenn wir jetzt aber sagen, die Gesellschaft verändert sich, und wenn wir auch sagen, dass einige sagen, die Gesellschaft verändert sich immer schneller, was bedeutet das dann, und wir werden immer älter, was bedeutet es dann für Werte, die Sie fest implementieren?
Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja? Ja, dann werden Sie gesellschaftlichen Veränderungen ja nicht mehr angepasst. Ja, ja. Und Sie könnten diesen gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr mithalten. Ja? Das heißt, eigentlich ist lebenslanges Lernen, ja, eine Pflicht, wenn man das ernst nimmt. Ja? Die Gesellschaft verändert sich, wir müssen ständig uns mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Ja? Aber gerade die Werte, was Sie gerade gesagt haben, mit Höflichkeit und Pünktlichkeit, das sind für mich Werte, die sind Grundwerte, die verändern sich ja nicht. Also sollten sich zumindest Höflichkeit sollte sich nicht verändern. Also dass man auf Bitte und Danke Wert legt, sollte eigentlich grundsätzlich sein. Also hoffentlich haben Sie das nicht so verstanden, dass ich Ihnen sage, Höflichkeit, also wenn, dann zitieren Sie mich nicht so. Nein, nein, das meinte ich natürlich nicht. Vollkommen richtig, also schließe mich Ihnen an. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Werten, die natürlich ihre Relevanz nicht verloren haben. Aber die Frage, worauf ich hinaus will, ist, was verstehen wir als Höflichkeit? Das verändert sich. Und das unterliegt ständig einem Wandel. Ja? Wenn Sie, es ist nicht so lange her, also meine Großmutter hat noch regelmäßig einen Knicks gemacht. Wenn Sie das heute machen, dann würde jeder denken, Vorsicht, die alte Dame fällt oder so. Ja? Also Sie merken, es verändert sich, aber sozusagen, es bleiben natürlich, wie Sie vollkommen richtig sagen, es bleiben natürlich zentrale Werte nach wie vor wichtig. Ja? Nur sie verändern sich immer schneller. Wenn man jetzt noch den Aspekt der Globalisierung noch damit einbringt, also dass es beispielsweise im asiatischen Raum durchaus immer noch als höflich gilt, wenn man nicht jemandem deutlich sagt, also dafür sind wir Deutschen sehr bekannt, gerade in internationalen Geschäftsbeziehungen, wurde so der ein oder andere Asiate schon verprellt, weil wir Deutschen eben da immer sehr front-forward sind, ehrlich eben, ja, würden wir sagen. Währenddessen der Asiate sagt dann, Entschuldigung, aber das ist mir viel zu schnell und das geht auch alles. Ja. Also ganz unterschiedliche Formen, also Verständnisse von Höflichkeit. Dennoch steht Höflichkeit natürlich in dem Moment über allem. Nur wie wir es interpretieren, ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie merken, man piekst da so rein und das könnte jetzt noch viel, viel weitergehen, aber ich will Ihnen auf jeden Fall die ersten der sieben Thesen zeigen, die nämlich wesentlich sind, auch für das Verständnis der weiteren Veranstaltung. Also Sie merken, da steckt Potenzial drin, ja, in diesem Thema und das war ja ein Wunsch, Sie für dieses Thema zu begeistern.